Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ja, ihr Lieben. Ich habe mich zur Zeit damit zu beschäftigen, dass in meiner nächsten Umgebung Menschen in Depression fallen. Das ist ja auch sozial ein zunehmendes Phänomen. Die Krankenkassen verzeichnen Steigerungsraten bei dieser Krankheit von 10% jährlich. Ja. Das ist eine richtige soziale Seuche, kann man sagen. Und natürlich bringt jeder Mensch seine ganz persönliche Disposition dafür mit. Aber es gibt auch sowas wie einen Druck von außen, der das befördert, dass so viele Menschen darunter leiden und davon krank werden. Also was mein Kontaktkreis angeht, da sind es 7 Personen, die ich da im Auge habe, in meiner nächsten Umgebung, die sich damit umschlagen. Und 2 davon sind Kinder von mir, die jetzt zum wiederholten Mal so einen depressiven Schub hat und gar nicht mehr weiß, ob sie überhaupt wieder arbeitsfähig wird. Sie ist 39 Jahre alt, hat bisher als Ärztin gearbeitet. Und bei ihr kann man sagen, da haben sich ihre Arbeitsbedingungen unglaublich verschärft. Diese Klinik war benachbart dem Zentralkrankenhaus und sie hat da in der Geburtshilfe gearbeitet und in der Frauenabteilung, und als sie eingestellt wurde, da führte noch die oberen Schwester Serafina da das Regiment. Das war eine Frau mit Energie und energischem Vorgehen, und die Pflege unter ihrer Leitung, die war wirksam, human, menschlich, anteilnehmend, und die Ärzte haben sehr gut mit ihr zusammenarbeiten können. Aber dann sind die Schwestern abgezogen worden und die Klinik wurde einer betriebswirtschaftlichen Leitung unterstellt. Die arbeitet nicht mit Mitgefühl, sondern mit Scorecards. Ein Punktesystem, was ausmacht, wie leistungsfähig die Klinik im wirtschaftlichen Sinne ist. Und erstens furchtbare neue Dokumentationspflichten, die hier auferlegt wurden, die also im Widerspruch stehen zu der eigentlichen ärztlichen Tätigkeit. Und außerdem schloss das Zentralkrankenhaus seine Entbindungsstation, weil es da einen Frühchenskandal gegeben hat. Da haben die einfach die gesamte Geburtshilfe dicht gemacht. Und auf einen Schlag mussten die da im benachbarten Krankenhaus 1/3 mehr Geburten abwickeln, ja. Bei gleichzeitigem Personalabbau. Boah, waren ja eh zu viele. Ne? Und nicht nur, dass sie es irgendwann getroffen hat, schon vorher sind andere da zu Boden gegangen, weil sie diese Verhältnisse nicht mehr abkonnten. Und dieser Arbeitsdruck wurde immer mehr, und dann so ganz plötzlich geht es nicht mehr. Was kommt dieser Absinken in die vollständige Depression?
Und dann ist da noch meine Tochter, die hat jetzt 18 Semester studiert und die hat ihr Masterarbeit geschrieben. Und so gegen Ende ihrer Masterarbeit kriegte sie da einen Rappel, weil so viele Sachen auch bei ihr in ihrem Leben noch zusätzlich an Belastung dazu kamen. Die Großmutter, der sie so besonders herzlich verbunden war, ist gestorben. Der Großvater jetzt allein brauchte Trost und auch praktische Hilfe im Leben, ja, weil er auch schon 89 ist und jetzt da alleine zu Hause ist. Und dann hatte sie noch angefangen, schon zu jobben und ein Arbeitsverhältnis einzugehen, was dann gleich nach der Masterarbeit losgehen sollte. Und während sie da mit der Masterarbeit in letzten Zügen war, da meldeten sich diese Burnout-Symptome, ja. Und sie ist zu mir gekommen und ich habe das versucht, so irgendwie aufzufangen. Und sie brauchte wirklich mehr als Zuspruch, ja. Und ich merkte, so ein bisschen überfordert mich das auch in der Situation. Und gut, also sie hat diese Masterarbeit fertiggestellt. Und, aber danach kam sie nicht wieder, konnte sich nicht wieder erholen. Also, hat er versucht, die Arbeit, das, ihre Traumarbeit, so anzufangen. Und sie merkt, es geht, irgendwie ist es zu viel. Und nach einem halben Tag war sie schon am Rad am Drehen. Aber jetzt ist sie 6 Wochen krankgeschrieben. Und es geht ihr total gegen Strich, krankgeschrieben zu sein. Und das ist ja auch ein Begleitsymptom dieser Depression, dass man es nicht wahrhaben will. Dass man denkt, mal 4 Tage ausschlafen und dann ist gut. Sie hat 4 Tage ausgeschlafen, bis 12 Uhr mittags, aber es ist überhaupt nichts gut. Sie kommt nicht wieder in ihre Kraft. Und naja, dann einer unserer Sendis, der wollte im letzten Jahr mit nach Kanada fahren zum Session und kurzfristig hat er das abgesagt und da seitdem ist er so in so einem Strudel nach unten und er versucht sich da mal rauszubewegen, aber es geht nicht und immer wieder stellt er sich die Frage, will ich noch weiterleben, kann ich noch weiterleben, kann ich für meine 4 Kinder da sein, also er steht auch vor so einer schwarzen Wand. Und der Hausverwalter, der das Grundstück, was die Stiftung deren gekauft hat und der das verwalten soll, der ist auch abgestürzt in so eine Depression. Er kriegt die Wohnungen nicht neu besetzt, die da frei geworden sind. Weil der nicht ihn versucht anzurufen, geht da nicht ran und so, weil er sich schämt. Und keine Kraft hat und naja, und so sind da noch 3 andere, die ich jetzt euch nicht noch mehr bezeichnen will. Und das spielt sich in meiner absoluten Nähe ab. Ja. Also, ja, ich habe gezählt, 7 Personen. Wie kann ich denen Kraft geben? Das beschäftigt mich total. Abgesehen, dass meine eigene Mutter auch ständig da ist. Die ist jetzt 89 und wenn ich sie anrufe, dann frage ich immer, wie geht es dir? Dann sagt sie, schlecht. Dann sage ich, was ist los? Dann sagt sie, ich bin so einsam.
Dann sage ich, wieso, du hast doch da eine Chinesin im Haus, eine Polen im Haus, zwei Griechen im Haus. Die laden dich fortwährend zum Abendbrot ein und so. Wieso fühlst du dich einsam? Du hast da eine Katze da und mein Bruder ist ständig bei dir und holt dich nach Hause. Und gerade warst du 14 Tage mit meiner Schwester und meinem anderen Bruder in Ferien in Ahrenshoop. Und die haben mich doch gestern gerade zurückgebracht. Wieso bist du denn einsam? Er sagt, ich bin einsam. Die haben die Tür hinter ihr zugemacht und sie ist wieder einsam. Keine Stunde her. Sie sitzt im Trauerloch wegen ihres verstorbenen Mannes, kann sich im Leben nicht damit abfinden, allein zu sein. Also all diese Menschen. Und die machen das zum Thema. Mir persönlich geht es super. Aber als Individuum kann es eigentlich super gehen, wenn da drumherum so alles da zu Boden geht. Ja. Und ich habe mich also in die Meditation gesetzt und schicke diesen sieben Menschen regelmäßig Metta, Herzensgüte, Liebe. Ja. Ich gehe in mein Buddha-Herz und da ist so ein Licht in meinem Herzen. Das schimmert so goldenrötlich. Das schicke ich denen dahin. Und in der Meditation, da taucht er auf, das Märchen von den sieben Raben. Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich das auch wünschte. Endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde. Und wie es zur Welt kam, war es ein Mädchen. Ob es gleich schön war, so war es doch auch schmächtig und klein. Und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Da schickte der Vater einen der Knaben eilends zur Quelle, das Taufwasser zu holen. Und die anderen sechs liefen mit. Jeder wollte aber der Erste beim Schöpfen sein. Und darüber fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wussten nicht, was sie tun sollten. Und keiner getraute sich heim. Dem Vater ward unter der Weile Angst. Das Mädchen müsste ungetauft verscheiden und wusste gar nicht, warum die Jungen so lange ausblieben. Gewiss, sprach er, haben sie es wieder über ein Spiel vergessen. Und als sie immer nicht kamen, fluchte er im Ärger. Ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden. Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte auf und sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen. Und so traurig sie über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam und mit jedem Tage schöner war. Es wusste lange Zeit nicht einmal, dass es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich ihrer zu erwähnen, bis es eines Tages von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte.
Das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich schuld an dem Unglück seiner 7 Brüder. Da ward es ganz betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hätte und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis gewesen und seine Geburt nur der unschuldige Anlass. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte, es müsste seine Geschwister wieder erlösen. Es hatte nicht Ruhe und Rast, bis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, seine Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien. Es mochte kosten, was es wollte. Es nahm nichts mit sich als ein Ringlein von seinen Eltern zum Andenken. Ein Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen zum Sitzen für die Müdigkeit. Nun ging es immer weiter, so weit bis an das Ende der Welt. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös. Und als er das Kind bemerkte, sprach er, ich rieche Menschenfleisch. Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen. Die waren ihm freundlich und gut. Und jeder saß auf seinem besonderen Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf und gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach, wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen. Und in dem Glasberg, da sind deine Brüder. Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Tor verschlossen war. Nun wollte es das Beinchen hervorholen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer. Und es hat das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer und schnitt sich sein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Als es hineingetreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach, mein Kind, was suchst du? Ich suche meine Brüder, die 7 Raben, antwortete es. Der Zwerg sprach, die Herren Raben sind nicht zu Haus. Aber willst du hier so lange warten, bis sie kommen, so tritt ein. Darauf brachte das Zwerglein die Speise der Raben getragen auf 7 Tellerchen und in 7 Becherchen
Und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen. Und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen. In das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh. Da sprach das Zwerglein: Jetzt kommen die Herren Raben heimgeflogen. Da kamen sie, wollten essen und trinken und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem anderen: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen. Und wie der Siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, dass es ein Ring von Vater und Mutter war. Und er sprach: Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst. Wie das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor. Und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küssten einander und zogen fröhlich heim. Ja, dieses Märchen, das habe ich dann nachgelesen. Ich fand es in einer über 100 Jahre alten Märchensammlung, die meine Großmutter mir vererbt hat. Ein Grimms Märchen von 1910. Da sind noch die Nottaufe mit CH geschrieben und die Geheimnisse mit SZ und die Verhängnisse auch. Also es war in einer alten Sprache abgefasst. Und das Märchen habe ich gelesen und das hat mich sehr angerührt. Und die Geschichte, wie es zur Verwünschung der sieben Brüder gekommen ist, ja, was ihnen passiert ist, die fand ich sehr eindrucksvoll. Die gehen da also, das Schwesterchen, das lang ersehnte, ist endlich geboren, aber schwach. Sein Überleben steht in Frage. Und da will der Vater die Nottaufe durchführen. Die Nottaufe ist eine Maßnahme, die man eben nur im Notfall durchführen darf, als ganz normaler Laie. Ja? Die Nottaufe. Der Sinn der Nottaufe ist, die spirituelle Zugehörigkeit sicherzustellen. Das kleine Töchterchen, auch wenn es nicht leben kann, soll doch wenigstens gemeinsam mit dem Rest der Familie in den Himmel kommen können. Also sie soll auf diese Weise zugehören, dazugehören. Das möchte der Vater sicherstellen und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und er schickt einen der Jungs los und sagt: Geh zur Quelle, zur heiligen Quelle und hol das Taufwasser. Nicht zu irgendeiner Quelle, zu der heilkräftigen Quelle, ja. Da soll der hingehen. Der Quelle, dem heiligen Brunnen, dessen Wasser mehr kann als nur Durst löschen, ja. Und sofort wollen die anderen Jungen auch mit. Sind alle berührt von der Idee. Jetzt haben wir das Schwesterchen, aber es wird womöglich sterben.
da wollen wir alle dazu beitragen. Das ist diese spirituelle Zugehörigkeit aller. Und da rennen sie alle los. Und in ihrem Eifer und in ihrer großen Bereitwilligkeit, da rennen sie zu dem Brunnen und da passiert das große Unglück. Der Krug fällt rein und verschwindet. Und jetzt fühlen sie sich alle ratlos und schuldig, dass ihnen dieses Missgeschick in dieser wichtigen Situation passiert ist. Und wenn man sich schuldig fühlt, dann ist man blockiert. Sobald ihr euch schuldig fühlt und denkt, ich bin verkehrt, seid ihr blockiert. Das ist eine Folge davon. Wenn immer wir uns boten, wenn wir uns schuldig fühlen, wir sind blockiert. Und aus dieser Blockade, da kommt man sehr schwer raus. Man kommt da eigentlich nur raus, wenn es einem gelingt, in dem sich schuldig fühlen, eine Glocke der Achtsamkeit zu sehen. Eine Glocke der Achtsamkeit, die mir sagt, hör mal, du bist nicht mehr mit dem lebendigen Leben in dir verbunden. Du bist davon getrennt. Du bist nicht mehr mit deinem ursprünglichen Handlungsimpuls, deiner Bereitwilligkeit, mit deiner Initiative, damit bist du gar nicht mehr in Kontakt. Das Einzige, was du unternehmen kannst, ist, verbinde dich mit deiner ursprünglichen Intention. Weil das konnten die sieben Jungs nicht. Die waren geschockt von der Idee, sie seien schuldig. Blockiert sitzen sie da rum. Keinem fällt ein, mein Gott, dann nehmen wir irgendein anderes Gefäß. Muss ja nicht der Krug der Familie sein. Wir nehmen einen anderen Krug. Hier an diesem Brunnen, an dieser Quelle, da halten sich auch noch andere Leute auf. Nein, dazu hatten sie keinen Zugang, weil sie sich schuldig fühlten. Schuldig. Wie man sich in der Depression schuldig fühlt dafür, dass man in seiner Kraftlosigkeit und Blockiertheit sich nicht mehr um die eigenen Kinder kümmern kann. Wie meine Tochter mit ihren drei Kindern. Sie sagt, ich habe keine Antriebskraft mehr aus mir selbst. Und dann möchte ich meinen Kindern Frühstück machen. Möchte ihnen das Schulbrot schmieren. Und ich kann es nicht. Und fühlt sich schuldig. Versager. Und deshalb bleiben sie an diesem Brunnen sitzen. Neben der Lebenskraft. Sie haben keinen Zugang mehr dazu. Währenddessen der Vater wartet und nicht weiß, wo sie abbleiben. Keine Vorstellung davon, was mit den Jungs los ist. Und schließlich macht er sich Ärgergedanken. Die kommen nicht zurück. Und er denkt, tja, übers Spielen haben sie es wieder mal verdödelt. Das ist ein Gedanke, ja. Ah, diese Braten, ja. Kein Verlass auf die. Die haben es einfach vergessen. Ich hatte mal eine Mediation und es war ein Paar, was sich da verabredet hatte. Und die wollten sich um 8 Uhr treffen und anschließend über ihre Beziehung reden. Der Mann, der hatte 2 Kinder und hatte sich gerade von seiner Frau getrennt. Und die neue Freundin, die
ärgerte sich manchmal darüber, dass er dann von seiner bisherigen, der Mutter seiner Kinder, irgendwelche Anweisungen entgegennahm, was er zu tun hatte. Und darüber wollten sie in der Mediation sprechen. Und sie sitzt da und es vergehen 5 Minuten, 10 nach 8, 15:45, 20:20. Und dann ging es ihr wie dem Vater. Da sagte sie, bestimmt hat er sich wieder von seiner Alten da abhalten lassen. Ich kenne ihn. Er schafft es nicht, pünktlich zu sein. Es ist nicht auszudenken. Da hat sie sich immer mehr in ihre Ärgergedanken reingesteigert. Und 25 Minuten nach 8 ging die Tür auf und der Mann meiner Kollegin kam rein und hatte einen Zettel in der Hand. Und den legte er auf den Tisch, während sie da am Wüten war. Und da stand drauf, Herr X lässt sich entschuldigen. Er wurde gerade angefahren und liegt mit einem Rippenbruch im Krankenhaus. Ja, den Zettel haben wir da vorgelesen. Mit einmal schlug die Stimmung um. Statt Wut und Ärger waren da Trauer und Sorge. An der äußeren Situation hatte sich nichts verändert. Aber hier oben, da hatte sich was verändert. Der Vater, diese Scheißjungs, über Spiel vergessen sie das Wichtigste. Und diese Ärgerenergie, wenn die in uns auftaucht, die mit dem wahren Leben gar nichts zu tun hat, das ist eine Gedankenkraft, die in uns hochkommt. Wenn wir die loslassen, dann hat sie verheerende Auswirkungen. Die kann Menschen verwünschen, ihnen Böses wünschen. Und so auch der Vater. Ich wünschte, ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden. Und die Jungen waren schon in diesem depressiven Zustand und fühlten sich als Versager. Da fehlte nur noch die Verwünschung vom Vater. Und da hatten sie alle das kohlschwarze Gefieder und flogen davon. Und er merkte, dass dieser Ärgerausbruch, diese Verwünschung, diese Macht gehabt hat und war im tiefsten Bedauern und tiefster Sorge und Angst. Aber die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen. Ärger, der so ausgedrückt wird, der hinterlässt energetische Spuren. Wenn man sich auf einen Stuhl setzt, auf dem eine Person gesessen hat, die sich so richtig geärgert hat, dann kann man da keine Ruhe drauf finden. Ja? Irgendwas stimmt mit dem Stuhl nicht. Ach, der ist nicht bequem, obwohl er aus Leder ist oder sonst was. Schöne Polster. Aber da, dieser Ärger, ja, der steigt noch in uns rein. Ja. So massiv ist diese Energie vorhanden. Der Dalai Lama hatte beschrieben, wie er als junger Mann den Besuch der chinesischen Abgeordneten da in Potala erlebte. Ja. Er sah die da alles in einer unglaublich vehementen roten Ärgerwolke umgeben. So erleben wir das auch, wenn so Ärgermenschen auf uns zukommen. Ja? Die sind so mit dieser rot-schwarzen Energie so furchtbar umgeben. Ja? Und man traut sich gar nicht, die daran zu erinnern. Hör mal, Ärger, das ist eine Glocke der Achtsamkeit.
Hallo, du bist nicht mehr mit dem Leben verbunden. Du hast keinen Zugang zu dem Schatz, der im Ärger stecken kann. Du hast gar keine Verbindung mehr zu dem Satz, den du gesagt hast. Ja? Der Satz, bestimmt haben die blöden Dussel das wieder beim Spiel vergessen. Sie sind verkehrt, sie sollten anders sein. Das ist dein Gedanke. Und dein Bedürfnis dahinter ist dir nicht mehr klar. Du möchtest, dass sie dich unterstützen. Du möchtest, dass sie dazu beitragen, dieses kleine, neu angekommene Kind zu retten. Spirituell. Diese ganze Seite ist dir verloren gegangen. Da ist ja dieser scheiß Ärger, ja. Und der ist so wenig lebensdienlich, so zerstörerisch. Man kann die ganze Welt in Flammen aufgehen lassen, deswegen. Und er sieht ja auch schon das Ergebnis seines Ärgers. Das fliegt da schwarz durch die Luft. Schuld und Ärger, die kommen da so richtig zusammen. Diese beiden unverbundenen, heftigen, emotionalen Zustände. Wenn wir die nicht erden, indem wir sie wieder mit dem Leben verbinden, mit der Welt der Bedürfnisse, mit der Lebendigkeit, dann bringen die Unglück über die Beteiligten. Was hier im Märchen drastisch geschildert. Ja, und da ist da dieses kleine Mädchen, ja, das überraschenderweise nicht stirbt, sondern zu Kräften kommt. Und je mehr es zu Kräften kommt, immer schöner wird. Naja, und dieses Mädchen ist unschuldig. Unschuldig wie die Buddha-Natur. Springlebendig. Ja, schön ist ja so ein Wort dafür, dass sie mit ihrer Lebendigkeit in Kontakt ist. Und gleichzeitig spürt sie, hier stimmt doch irgendwas nicht. Die Eltern sind voller Liebe für sie, versorgen sie. Alles bestens, ja. Aber ist irgendwo der Wurm drin. Und dann geschieht ihr, dass sie es von fremden Leuten hört. Das ist unserer Seele eine besondere Schmach. Na, mir ist es passiert, da ist die Mutter meines Vaters gestorben und ich war mit meiner Stiefmutter in Hamburg einkaufen, Weihnachtsgeschenk, das war da. Und es herrschte so eine Art Schneetreiben und gleichzeitig war es so ein matschiger Schnee. Und meine Stiefmutter ging in das Hotel 4 Jahreszeiten, bat mich einen Augenblick im Auto zu warten. Sie wollte an Freunde, die sie dort traf, wollte sie etwas geben. Ein Geschenk für Weihnachten. Und ich warte und warte und sie kommt nicht wieder. Ja. Und schließlich holt sie mich aus dem Auto. Ich war schon ganz kalt geworden. Ja. Und dann sagte, ich soll mich mal einen Augenblick zu diesem bedeutsamen Menschen da setzen. Ja. Waren irgendwelche Bedeutsamkeiten aus dem Leben meines Vaters. Und die sitzen da und sie sagt, ich gehe noch mal eben aufs Klo. Und der Mann sagt zu mir, Junge, was guckst du so bedrückt? Und die Frau neben ihm sagt, lass ihn mal, seine Großmutter hat sich gerade totgefahren. Dann kam meine Stiefmutter vom Klo zurück und sagte, ja, wir fahren jetzt mit der Bahn nach Hause und überhaupt, Omi geht es nicht sehr gut. Von totgefahren hat sie nichts gesagt. Aber ich wusste ja schon Bescheid. Dann kamen wir nach Hause.
Und mein Vater hat eine große Kerze angezündet. Der sagte gar nichts mehr, hat mich nur so im Arm genommen. Und später hörte ich, dass er selber so betroffen war und in seiner Betroffenheit das nicht aussprechen konnte, dass seine Mutter sich totgefahren hatte. Und meine Großmutter war vorher noch bei meiner Tante in Rissen gewesen. Und auf dem Weg von Rissen nach Hause ist dieser Unfall passiert. Aber mein Vater hat seiner Schwester nicht gesagt, du Mutter ist verunglückt, tödlich. Er hat gesagt, kannst du mal die Strecke abfahren, ob du siehst, wo sie ist? Und dann fährt meine Tante da lang. Sieht den Wagen da am Baum und so. Ja, das ist besser, wenn man die Wahrheit sagt. Gleich geradeaus. Das haben die Eltern nicht getan, ja. Die haben ihre Tochter da jahrelang im Glauben gehalten, sie wäre die Einzige. Weil sie zu feige waren, das zu sagen. Weil sie glaubten, so ein Familiengeheimnis könnte man vor den Nachkommen verbergen. Das gibt es in ganz vielen Familien, dass solche Geheimnisse da sind, die nicht angesprochen werden sollen. Und dann gibt es Kinder, die plötzlich aufgrund dieser Geheimnisse schwere Schicksale erleiden, womöglich in Depression fallen. Also, das Schwesterchen hört es von anderen. Die Leute sagen es. Du siehst ja ganz schön aus und so, aber eigentlich bist du ja schuld am Tod deiner 7 Brüder. Aber die ist total fassungslos, dass sie 7 Brüder gehabt hat. Und wieso sie an deren Tod dafür irgendeine Schuld trifft. Ja. Unbegreiflich. Jetzt stellt sie ihre Eltern. Was hat es mit den Brüdern auf sich und wo sind sie hingeraten? Und nun erzählen die Eltern, was passiert ist. Ja. Und sagen aber, das war ein schicksalhaftes Verhängnis des Himmels. Wir konnten da auch nichts machen. Und deine Geburt war nur der unschuldige Anlass. Ja. So, das tröstet die Kleine aber nicht. Es lässt ihr keine Ruhe, sie sagte. Sie machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte, sie müsste ihre Geschwister erlösen. Ja. Naja, und dann macht sie sich heimlich auf. Die Eltern hätten das nie unterstützt. Heimlich macht sie sich auf, nimmt nur einen Ring von den Eltern mit. Etwas Brot, ein Krüglein Wasser und ist bereit, ans Ende der Welt zu gehen. Für ihren Befreiungsentschluss ist sie bereit, viel Energie aufzubringen. Sie fasst das, was wir im Zen nennen, die große Entschlossenheit. Mit der großen Entschlossenheit und der Bereitschaft, bis ans Ende der Welt zu gehen, bis sie es aufgeklärt hat, ja, dahin geht sie. Also, ihre wahre Natur äußert sich in dieser Weise. Ja. Ich will es wissen. Und dann kommt sie auch ans Ende der Welt. Und Sonne und Mond, die übrigens in ihrer Zusammenheit das Symbol für Erleuchtung geben in japanischen Schriftzeichen. Ja. Sonne und Mond zusammen heißt Mei. Mei ist Erleuchtung, Klarheit. Yoshu sagte mal, der wahre Weg ist gar nicht schwer, nur abholdwählerischer Wahl. Und so, und dann kommt die Klarheit. Satori. Ja? Sonne, Mond zusammen. Das ist Satori.
Ja, sie kommt bis zu Sonne und zu Mond, aber die sind unwirklich. Sie zeigen nicht die klare Seite, sondern die vernichtende Seite. Manchmal hört man, die giftige Schlange liegt hier im Weg oder so. Die Schlange der Erleuchtung, die verschlingt das Ego, ja. Sonne und Mond verschlingen das kleine Ich, ja, wird hier gesagt. Und schließlich kommt sie zu den Sternchen und jede, die Sterne sind ihm freundlich genommen, die sitzen alle in Sazen da, am Himmelszelt. Jeder hat sein Stühlchen, sein maßgeschneidertes Höckerchen, wie ja viele von euch hier auch. Ne? Da sitzen die Sterne drauf und sind guter Dinge. Ne? Und die wissen sofort, was los ist. Ja? Und der Morgenstern, der schon den Buddha erleuchtet hat, ja? Der Morgenstern, der geht zu den Mädchen hin und sagt, mein liebes Kind, deine Brüder, die sind im Glasberg eingeschlossen. Den musst du finden und aufschließen. Und hier hast du ein Hinkelbeinchen. Damit kannst du den Glasberg öffnen. Ein Hinkelbeinchen, so eine Art Koanu oder sowas. Ja? Das gibt der Morgenstern dem Mädchen mit. Und sie packt es in ein Tüchlein, damit es ihr ja nicht verloren geht, dieser Schlüssel zur Befreiung. Ja? Hält ihn ganz sorgsam fest. Dann macht sich auf den Weg. Und die depressiven, schwarzen Brüder, die sind im Glasberg, hinter einer Glaswand. Das habe ich auch von meinen Kindern gehört. Man fühlt sich wie hinter einer Glaswand. Man kann das Leben nicht mehr richtig erreichen. Man sieht es noch, aber man kommt nicht hin. Ja. Ich finde es beschrieben, wie so eine schwarze Wand sich auftut. Und dann ist so eine Lähmung da, wie als ob man hinter einer Glaswand sich bewegt. Da ist das neue Zuhause der Brüder. Da sitzen sie nun, fern von der Familie, getrennt, in Elend, ja. Aber sie unverdrossen geht hin und sucht diesen Berg. Und sie findet ihn. Sie sieht diesen Glaspalast, diese Scheinwelt, diese Depressionshölle und will ihn aufschließen. Und da guckt sie in das Tüchlein und was sieht sie? Leerheit. Leerheit. Im Tüchlein ist kein Hinkelbeinchen mehr. Leerheit. Sie tut einen Blick ins Nichts, wie Willem van der Wetering beschreibt. Ein Blick ins Nichts. Ah, das wollen wir uns auch manchmal gönnen. Blick ins Nichts. Ah, der Blick ins Nichts, der bringt gewisse Gefahren mit sich. Und ohne Opfer tut man keinen Blick ins Nichts. Kein Kontakt zu Shunyata ohne Anstrengung. Ja. Tja, das Mädchen will ihre Geschwister erretten. Im Grunde genommen ist es leicht wie mit einem kleinen Finger. Aber wie schließt man mit dem kleinen Finger den Glasberg auf? Sie entscheidet sich, den abzuschneiden und es damit zu versuchen. Sie bringt ein erhebliches Opfer, ist schon ans Ende der Welt gegangen und nun schließt sie den auf. Und tatsächlich, da sind sie zu Hause, aber sie sind noch nicht da. Na, da lässt sie sich nieder an ihrem Tisch und isst von den ganzen Tellerchen und trinkt von dem Becherchen und wirft den Ring der Eltern, das gemeinsame Band, symbolisch in den letzten Kuchen, das letzte Becherchen rein.
Rahmen kommen nach Hause und wünschen nichts inständiger, als dass ihr Schwesterchen da ist. Und dann kommt sie fröhlich hinterm Schrank hervor, wo sie sich versteckt hat. Und dann sind sie tatsächlich erlöst. Die Schwester repräsentiert das Unschuldige der Buddha-Natur. Ja? Mit einmal sind sie erlöst. Schön wäre das, wenn diese Depressiven mit der wahren Natur ihres Wesens wieder in Kontakt kommen könnten. Ja? Und wenn wir dazu beitragen können. Der Buddha ist mal einem Brahmanen begegnet und der Brahmane wollte gerne in den Brahma-Himmel kommen. Ja. Er hat ihn so gefragt, ich würde am liebsten die ganze Zeit da oben bei Brahma sein, 33. Tushita-Himmel und noch da drüber. Dem obersten der Götter würde ich gerne zugetan sein, zu Dienst. Da hat der Buddha gesagt, du kannst etwas dafür tun, dass du, wenn du stirbst, bei Brahma bist. Allerdings, bei Lebzeiten solltest du dann schon die 4 Wohnstätten von Brahma besetzen. Die 4 Brahma-Vihara. Die 4 Aspekte des Mitgefühls. Die 4 Aspekte des Mitgefühls. Nicht ein Aspekt. Im Buddhismus kennen wir 4 Aspekte des Mitgefühls. Der erste Aspekt ist Metta. Metta. Die große, bedingungslose, freundschaftliche Liebe. Nicht die ergreifende Liebe, wie sie immer in Hollywood da zu sehen ist, sondern die Liebe, die so offen ist, bedingungslos, ja? Ohne Ziel in dem Sinne. Also Metta, es wird auch oft übersetzt mit liebende Güte, weil man diese schnulzige Liebe da will man nicht mit dabei haben in dem Wort, ja, wenn das übersetzt wird. Metta, da steckt Metta oder Maitri, da steckt das Wort Freund mit drin, Mitra, ja, das ist der Freund. Also die freundschaftliche Liebe, allumfassende freundschaftliche Liebe. Das ist der erste Standort oder der erste Aspekt des Mitgefühls. Damit gehen wir in die Welt, ja? Und damit können wir zur Erlösung beitragen. Da brauchen wir kein kleines Mädchen zu sein, sondern wir können einfach diese Unermesslichkeit, wie es auch übersetzt wird, besetzen. Der zweite Aspekt ist Karuna. Altes deutsches Wort ist Erbarmen, die aktive Anteilnahme oder GFK-mäßig ausgedrückt, das Einfühlung geben. Jemand, der leidet, einfühlsam beistehen. Wir müssen nicht seine Bedürfnisse erfüllen, aber wir müssen ihm helfen, mit seinen Bedürfnissen in Kontakt zu sein, so wie Avalokiteshvara das macht, den Rufen der Welt zuhören, zuhören, zuhören. Die Erlösungshandlung ist 3-mal zuhören. Zuhören, zuhören und nochmal zuhören. Das ist Karuna. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt ist Mudita. Wenn es dann der Person gelingt, wieder in Kontakt mit der Lebendigkeit zu kommen und für sich zu sorgen, oder wir es zusammen schaffen, dann feiern. Ne? Nicht nur immer hier rumwurschteln in der Leidenskiste und dann noch einleiden. Nee, feiern. Sobald die Bedürfnisse erfüllt sind, feiern, feiern. Ja, Session geht vorbei. Feiern, neue Power, feiern. Mudita, feiern, Freude. Und der letzte Aspekt ist Upeksha oder Upeka, Gleichmut. Gleichmut brauchen wir auch, das ist der
vierte Aspekt des Mitgefühls. Gleichmut, das kommt von Upa. Upa ist über. Und Iksha ist gucken, schauen. Ja? Von oben drauf schauen. Also nicht verstrickt sein in den Prozess. Drüber schauen. Wenn wir drüber schauen, dann sind wir ganz bei dem anderen, der da seinen Prozess macht. Von Leid zur Freude und wieder zu Leiden womöglich. Also diese Dynamik, alle diese Lebensmotive, die uns im Gange halten, für die wir gehen, für die wir uns in andere verlieben, für die wir arbeiten, zur Arbeit gehen, für die wir, wo wir unsere Kinder versorgen und so weiter, all diese Antreiber, die wir in uns haben, diese Beweger, die bringen uns immer in so wogenhaften Prozess. Die Bedürfnisse sind erfüllt, wir sind froh, die Bedürfnisse sind, gehen wieder in einen Mangelzustand und andere Bedürfnisse sind erfüllt. Es ist ein ewiges, waberndes Meer. Und wenn wir Upeksha haben, und da ist einer am Feiern, dann können wir uns mit dem freuen. Und gleichzeitig wissen wir, es ist kein Dauerzustand. Weil wenn da einer am Leiden ist und wir sind in Upeksha, dann können wir ihn leiden sehen und wir wissen, das ist kein Dauerzustand. Das ist ein großes, waberndes Meer. Das ist der vierte Aspekt des Mitgefühls. Wir sind gelassen, weil wir losgelassen haben. Wir haften nicht an. Und wir unterstützen das Nicht-Anhaften, damit das Leben ein Spiel ist in seinem Auf und Ab. Göttliches Buddha-Spiel. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.